des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde aus Luxemburg, ganz herzlich begrüße ich alle zu diesem festlichen Gottesdienst heute Morgen. Luxemburgtag in Kevela, so ist dieser Tag überschrieben. Von daher freuen wir uns ganz besonders als Kevelarer, dass eine Abordnung aus der Marienstadt, aus der Europastadt Luxemburg hier zu unserem Gnadenort der Trösterin der Betrübten gekommen sind. Mein ganz besonderer Willkommensgruß gilt Herrn Dompropst George Hellinghausen, der aus Luxemburg kommt, das dortige Domkapitel leitet und auch gleich eine Botschaft des Erzbischofs von Luxemburg uns übermitteln wird. Ich freue mich, dass der Domchor Maîtrise de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg hier bei uns ist mit dem Domorganisten Paul Breisch und dem Domchordirektor Marc Dostert. Allen ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank für die Gestaltung dieses Gottesdienstes. Ja, wir haben Grund, Dank zu sagen für diese Verbindung, die seit einigen hundert Jahren währt zwischen Luxemburg und Kevela. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Deschant, für diese freundliche Begrüßung und herzlichen Dank auch für die sehr frohe Aufnahme, die wir bei Ihnen finden. Die Freude, die uns im Herzen liegt, die kommt auch zum Ausdruck in der Botschaft unseres Erzbischofs, die ich Ihnen jetzt vortrage. Grußbotschaft beim Besuch einer Luxemburger Delegation in Kevela am Sonntag Letare, dem 30. März 2014. Schwestern und Brüder, Kevela, der Name Ihrer schönen Stadt, hat in den Ohren der Luxemburger Marienverehrer einen besonderen Klang. Genauso wie Luxemburg in den Ohren gläubiger Keveler Pilger. Unsere beiden Städte verbindet nicht nur die Geschichte einer Wallfahrt, ein Gnadenbild, das die Gegenwart der göttlichen Mutter über Distanzen und Grenzen unzähligen Menschen in Not nahegebracht hat, sondern davon ausgehend menschliche und spirituelle Beziehungen, die gewachsen sind und die uns allen am Herzen liegen. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir von seinen Söhnen als König einen ausersehen. Der Herr ist mein Hirt. Ich leide nicht Not. Der Herr ist mein Hirt, ich leide nicht Not. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Lob
sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Liebe Schwestern und Brüder, Letare, so beginnt der Introitus an diesem Halbfastensonntag. Er gibt dem Sonntag den Namen. Der Sonntag Letare lässt uns auf unserem Weg durch die 40-tägige Bußzeit auf Ostern zu innehalten, in einer besinnlichen Freude. Heißt doch Letare nichts anderes als freue dich Jerusalem, freut euch all ihr Christen. Gott will das Leben, nicht den Tod. Er hat das Licht von der Nacht geschieden. Ihn bitten wir. Weniger Angst und mehr Mut erbitten wir für dein wanderndes Gottesvolk zusammen mit unserem Papst Franziskus und allen Frauen und Männern, die in der Kirche haupt- und ehrenamtlich Dienst tun. Du Gott des Lebens. Weniger Sorgen und mehr Leuchtkraft erbitten wir für alle Gemeinden, die mit und füreinander und in dieser Welt Tod und Auferstehung deines Sohnes feiern. Liebe uns alle neu, sieh uns gut an und schenke uns dein Heil durch Christus, unseren Herrn. Thank you.
Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren. Er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Er kleidet mich in Gewänder des Heils.
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist, und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Kurz Platz zu den Vermeldungen. Heute werden die Kinder Marleen Janssen und Luna Brammen getauft. Am Mittwoch ist um 6 Uhr früh. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Thank you.
Lasset uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Liebe Schwestern und Brüder, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Dieser Satz aus dem Mund von Elisabeth leitet über zum Magnificat, dem Freudengesang ihrer Cousine Maria, der wunderbar zu diesem Sonntag Letare passt. Er lässt uns. Im Vertrauen auf die Fürsprache der Trösterin der Betrübten wollen wir in dieser Stunde unsere Bitten und Gebete vor Gott, unseren Vater, bringen. Lass uns beten für die Verantwortlichen,
aus Politik und Gesellschaft in unseren Ländern, dass sie die Zeichen der Zeit erkennen und sich mit Mut und Ausdauer für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Gott, unser Vater, lass uns neu von Christus gefunden werden, um so mit Maria einen neuen Aufbruch zu wagen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Me laudere te Virgo sacra. Cielo prestitis di eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher, der Luxemburger Domorganist Paul Breich wird Sie ein bisschen entführen in das marianische Repertoire, dekliniert auf der Orgel, und vor allem möchte er Ihnen heute Nachmittag ein paar Luxemburger Komponisten präsentieren, die vielleicht hier in Kevela etwas unbekannter sind. Das nächste Stück ist von Jos Kintze, einem Musiker aus dem Norden des Landes, des Großherzogtums Luxemburg. Führt uns Domorganist Paul Breich etwas außerhalb der Grenzen Luxemburgs, und zwar in den Marienwallfahrtort Aviot. Ist in der Lorraine, also in Lothringen, ein sehr, sehr alter Marienwallfahrtsort seit dem 12. Jahrhundert. Pilgern dort Menschen zur Mutter Gottes, vor allem jedes Mal am 16. Juli. Das ist eine sehr alte Wallfahrtstradition in diesem Wallfahrtsort. Dann anschließend Ave Maria von Flo Peters. Thank you.
kommen nochmals zurück in die Kathedrale von Luxemburg mit dem Komponisten Carlo Hommel, war langjähriger Domorganist am Liebfrauendom, der Nachfolger von Albert Leblanc, ist aber sehr früh im Alter von 52 Jahren 2006 gestorben. Thank you.
Hallo. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Luxemburger, das Frühjahr ist eingeläutet und ich glaube, dieses Frühjahr hat in der Folge einen wunderschönen Sommer und in diesem Sommer wird Kevela in Luxemburg sein. Wir freuen uns, dass Sie heute dieses eingeläutet haben, dass Sie nach Kevela gekommen sind, denn die Beziehungen zwischen Luxemburg und Kevela sind ja mehr als nur sehr fest und sehr lange. Und über diese Länge ist eigentlich etwas gewachsen, was man Freundschaft nennt. Und so darf ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie nach Kevela gekommen sind, um wiederum ein Steinchen in diese Freundschaft zu setzen. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Sehr vielen Dank, meine Herren. Auch im Namen des Sachsenburgs Tourist Office und der Stadt Luxemburg möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier an unserem Stand, hier an unserer kleinen Luxemburger Insel, die wir in der Luxemburger Galerie aufgebaut haben. Ist natürlich ein ganzes Programm, ein so einen Stand in der Luxemburger Galerie aufbauen zu dürfen. Es ist für uns eine sehr große Ehre, eine sehr große Freude, dass wir hier sein dürfen heute an diesem schönen Sonntag, an diesem sonnenstrahlenden Sonntag. Und ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Hier. Es ist schön. Ein Komplett, ich hoffe, mein Name ist ja, liebe Luxemburger, verehrter Herr Dompropst, liebe Gäste, die gekommen sind hier zum Luxemburger Stand hier in der Luxemburger Galerie. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ich danke Ihnen ganz herzlich, die Sie mir das überreicht haben für unser Gnadenbild der Consolatrix Afflictorum. Einmal im Jahr. Ja, die Frage ist schon mal richtig beantwortet und gewonnen hat Herr Klaus.